Der Flipped Classroom oder der umgedrehte, umgekehrte Unterricht. Warum eigentlich? Warum kommt man auf solche Gedanken, das umzudrehen? Die klassische Situation, vielleicht nicht gerade an einer Kunsthochschule, aber in der Betriebswirtschaftslehre oder in der Physik oder in der Mathematik, ist die klassische Situation, dass man, wenn die Studentinnen und Studenten da sind, Stoff vermittelt, beides in ganz vielen Anführungszeichen, zu vermitteln versucht zumindest, und für zu Hause oder für die Flure der Hochschule gibt es dann Übungsaufgaben, die mehr oder minder kompliziert sind und oftmals leider eben zum Scheitern führen. Der Gedanke ist, okay, wenn wir das beides gegeneinander austauschen, daher die Invertierung, das Flipping, dann wird es vielleicht besser. Und das ist dann das Inverted Classroom Model, so heißt es gerne dann in den Hochschulen, oder Flipped Classroom, so heißt es gerne dann in den Schulen. Es gibt in den USA erstaunlich viele Highschool-Lehrerinnen und Lehrer, die Flipped Classroom veranstalten. Das ist durch die MOOCs etwas hochgekocht, weil jetzt kann man natürlich die MOOCs als Lehrbuch benutzen für zu Hause und hat damit im Hörsaal oder im Seminarraum Zeit zu üben, zu denken, zu diskutieren. Das ist mit den MOOCs hochgekommen, aber Sie sehen, das ist schon ein paar Jährchen alt, 2000 sind diese Begriffe erfunden worden. Ganz wichtig, das habe ich gelernt in der Kommunikation mit Ministerium und in der Kommunikation mit Medien, ist ganz wichtig, Flipping ist nicht dazu da, um die Professorinnen und Professoren arbeitslos zu machen. Das ist nicht der Sinn der Geschichte. Also man liest dann, oh, jetzt können wir endlich unsere Profs rausschmeißen, die ganzen teuren Profs, und waren nur mitten auf Video. Dazu ist es ja gar nicht da, sondern es ist dazu da, dass man als Professorin, als Professor etwas Vernünftiges tun kann. Zum tausendsten Mal dieselbe Veranstaltung vorzulesen, ist einfach nichts Vernünftiges. Präsenzlehre entschlacken, darum soll es gehen. Bei mir sieht es so aus, das ist aus der Mathematikveranstaltung. Meine Studentinnen und Studenten kriegen zu Beginn des Semesters von mir so eine lange Liste. Das sind die Videos mit der eigentlichen Vorlesung, dazu gibt es ein Skript. Und aus den Jahren danach, aus dem Inverted Classroom, gibt es Aufgaben und Lösungen danach auch noch auf Video. Aber ich bitte Sie dann eben, die Studentinnen und Studenten, die alten Videos anzugucken und das Skript dazu zu bearbeiten. Jeweils zum Termin, also zum 9. April 13, diese Videos hier. Teilweise schon ein bisschen länger. Manchmal gibt es auch kurze Videos. Der Computer ist super, um solche Standarderklärungen abzuspulen. Der Computer ist super, Quizze zu machen. Quizze zu geben, haben wir schon bei den MOOCs. Was ich dann aber live tun kann als Dozent, ist, dass ich wirklich gucke, was echt passiert, was sind wirklich die Probleme, wie schreibe ich was auf, ist das ordentlich aufgeschrieben, fehlen da irgendwo Klammern, sind da Wurzeln und die Summen wieder auseinandergezogen worden, hat da jemand drei Geräte auf dem Tisch liegen, die ihn total ablenken, wer kommt regelmäßig, wer müsste ins Tutorium gehen, all sowas, da ist der Computer schlecht drin, persönliche Betreuung zu liefern. Das kann ich dann machen, live. Das ist der Gedanke beim Flipped Classroom, diese Arbeitsteilung effizienter zu machen und hoffentlich auch effektiver zu machen, dass ich als Dozent das tun kann, worin ich gut bin, das tun kann, was ich besser kann als der Computer. Ich habe das mal in 5 Teile unterteilt. Erstmal, was macht man denn überhaupt live? Darum geht es eigentlich bei dem Inverted Classroom. Ich möchte die Zeit, die ich mit den Studentinnen und Studenten habe, sinnvoll nutzen. Es geht um die Präsenzphase. Nichtsdestotrotz muss man irgendwie was für die Online-Phase produzieren, typischerweise Erklärvideos, Quizze. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Und zum Schluss möchte ich noch was sagen, ob es klappt oder ob es nicht klappt, was man denn merkt. Präsenz. Warum überhaupt Präsenz? Warum treffen wir uns denn da eigentlich? Warum sagen wir nicht, okay, wir machen einen MOOC, geht nach Hause, wir sehen uns zur Zeugnisübergabe irgendwann wieder. Was bringt eigentlich die Präsenz? Das ist mir, wird mir mehr und mehr klar, dass es ganz unterschwellige Geschichten gibt. Es ist zum Beispiel ein Ritual. Ich gehe jeden Dienstag um 10 Uhr in diesen Raum. Wenn ich das 2-3 Mal gemacht habe, wird es ein Ritual. Ich lasse nicht eine Woche ausfallen an der Stelle. Ich fühle mich irgendwie verpflichtet, dahin zu gehen. Ich weiß sogar nicht mehr genau, warum ich dahin gehe, aber es hilft einfach. Ich habe Struktur in meinem Alltag sozusagen. Wenn ich was online gucke, klappe ich den Rechner zu oder nebenan ist gerade wieder ein Katzenvideo, zack, vorbei. Ich sehe, dass die gesamte Gruppe mitmacht. Lineare Differentialgleichungen zweiter Ordnung.
Als Studentin, als Student sage ich mir, was soll der Blödsinn? Sehr gute Frage überhaupt, aber gut, ich sage mir dann eben, was soll der Blödsinn? Aber okay, die anderen machen mit. Gruppendynamik, dann werde ich das wohl auch mitmachen sollen. Betragen in der Öffentlichkeit. Man ist einfach etwas bemühter in der Öffentlichkeit. Ich pöbel nicht rum, ich verhalte mich halbwegs ordentlich, ich arbeite mit, ich lege mich da nicht irgendwie hin und schlafe nach meinem Stündchen. Es gibt die Ausnahmen, aber typischerweise läuft es halbwegs ordentlich in der Öffentlichkeit. Und das Studium wird so eine Art Berufstätigkeit. Ich schnüre morgens meinen Ranzen, gehe zur Hochschule, abends komme ich wieder oder am frühen Nachmittag, je nachdem. Aber es ist schon so eine Art Berufstätigkeit, die ich einfach durchziehe, komme was wolle. Ich habe investiert. Ich bin hingegangen, ich bin zurückgegangen, ich bin vielleicht durch den Regen mit dem Fahrrad gefahren sogar noch oder durch Eis und Schnee. Ich habe die Zeit investiert. Das Ganze wirkt wertvoller. Das ist ja so ein ganz raffinierter psychologischer Effekt. Wenn ich für mein iPhone 3 Stunden Schlange gestanden habe, dann muss das ja richtig toll sein, denn sonst hätte ich ja nicht 3 Stunden Schlange gestanden. Dasselbe haben wir natürlich im Studium auch. Wenn ich die Zeit schon investiert habe, dann muss das so irgendwie toll sein. Umgekehrt investierte Zeit von Seiten der Lehrenden. Das gilt jetzt nicht für die 500 Leute Veranstaltungen in Betriebswirtschaftslehre, aber für kleinere Veranstaltungen. Ich sehe tatsächlich, dass sich die Professorin, der Professor vielleicht mal auch mal mit mir beschäftigt, dass ich irgendwas an Rückmeldungen kriege, nicht irgendwie anonym eine automatische E-Mail. Es gibt den Verdacht, dass es auf diese Weise auch mehr emotionale Bindung gibt. Ich fühle mich irgendwie verpflichtet, da tatsächlich zu erscheinen. Es ist vielleicht ein bisschen peinlich, wenn ich zu spät bin, wenn ich die Aufgaben nicht gemacht habe, fühle ich mich unwohl. Es gibt ganz raffinierte emotionale Effekte. Und natürlich das Ganze drumherum. Man ist in dieser Gruppe drin, man gehört dazu, man hat seine Bekannten, die sieht man beim Kaffee, man weiß, was die tun, man möchte am nächsten Tag wissen, was sie zwischendurch bis dahin getan haben. Man trifft sich sonst mit denen im Kino und so weiter. Ganz viele Sachen, die sich online nur schwer nachbilden lassen, die haben alle nicht wirklich viel mit dem reinen Lernen zu tun, aber sie helfen, glaube ich, extrem beim Lernen. Das sollen wir mitnehmen. Ich will die Präsenzphase haben, unbedingt. Und ich möchte so viel machen aus der Präsenzphase, wie sich machen lässt. Konkret, was ich mache, ist Partnerarbeit. Ich gebe Aufgaben, die sollen mit den jeweiligen Banknachbarinnen und Banknachbarn bearbeitet werden. Und dann laufe ich rum und gucke, ob es klappt oder ob es nicht klappt. Und stelle im Zweifelsfall Fragen. Also ich versuche keine Antworten zu geben, sondern nur Fragen zu stellen. Als Informatiker fange ich an mit etwas, was ich Smoke-Test nennen würde. So beim Programm, das ich selbst geschrieben habe, lässt sich das Programm starten oder stürzt es sofort ab. In diesem Sinne erstmal die Grundlagensachen testen. Ist das angekommen, was hätte ankommen sollen aus der vorbereitenden Phase online? Wissen alle Leute, wie man eine Ableitung ausrechnet? Wissen alle Leute, wie man ein Vektorprodukt ausrechnet? So ganz grundlegende Geschichten. Erstmal feststellen, ob das überhaupt angekommen ist. Warm werden, wenn man so will. Aber das Schöne ist, dass man eben live auch weitergehen kann. Transferaufgaben. Hier ist eine ähnliche Situation. Jetzt versuchen Sie mal das, was Sie da im Video gesehen haben, auf diese ähnliche Situation zu übertragen. Aufgaben, bei denen man doch eben Unterstützung braucht. Man den richtigen Peaks in die richtige Richtung braucht. Entdeckendes Lernen ist ganz gefährlich online, aber mit Begleitung geht es dann. Hier steht eine komische Formel, finden Sie raus, was sie mit der Zahl E zu tun hat. Oder gar nicht mit der komischen Formel. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich 1000 Fische habe in 1000 Kubikmetern Wasser, dass dieser eine gegebene Kubikmeter gerade frei ist von Fischen? Was hat das mit der Zahl E zu tun an der Stelle? Huch, wie kommt da die Zahl E vor? Das wäre dann entdeckendes Lernen. Das ist online total schwierig, ohne Unterstützung. Wenn ich alle paar Minuten vorbeikomme, geht das. So sieht das dann bei mir aus. Der Kollege Spannagel in Heidelberg, der hat angehende Lehrerinnen und Lehrer, der macht mit denen noch was anderes, das nennt er aktives Plenum. 2 kommen nach vorne, eine Studentin, ein Student stellt sich an die Tafel, notiert Ergebnisse, ein anderer moderiert die Diskussion und dann diskutiert der ganze Hörsaal und die Ergebnisse werden an der Tafel festgehalten. Das ist für Lehrer, denke ich, interessant, aber bei mir Ingenieurinnen und Ingenieure nicht so interessant. Was wir dieses Semester angefangen haben bei mir im Zusammenspiel mit Lehrbeauftragten, ist kooperatives Lernen, dass wir so von dem reinen Aufgabenbearbeiten in Partnerarbeit so ein bisschen wegkommen, dass tatsächlich noch mehr diskutiert werden muss, noch mehr zusammengearbeitet werden muss.
Think Pair Share ist sowas, denkt mal selber nach, dann tauscht ihr euch zwischen Nachbarn aus und dann erklärt ihr das der ganzen Gruppe. Jigsaw ist, es gibt ein Problem in Einzelteile zerlegt, die Einzelteile werden erst besprochen in Gruppen und dann gruppiert man neu und fügt diese Einzelteile zum Gesamten zusammen. Also es gibt eine ganze Liste an solchen Methoden zum kooperativen Lernen. Ist ein Experiment, um das Ganze mit noch mehr Austausch zu haben. Was ich gelernt habe, schnell gelernt habe, ist, wenn man Flipped Classroom macht, darf man nicht sagen, oh, ihr hattet jetzt die Videos nicht geguckt, dann erkläre ich das nochmal. Das geht völlig nach hinten los. Sobald man das anfängt, heißt das, es wird kein einziges Video mehr geguckt. Also die einzige Chance ist, knallhart zu sein und zu sagen, sie haben die Videos nicht geguckt, Pech gehabt, tschüss. Sonst hat man das Drama, dass eben kein Mensch sich mehr vorbereitet. In der Informatik, ich mache hauptsächlich Mathematik und Informatik, in der Informatik kommen dann tatsächlich Rechner ins Spiel. Mathematik mache ich ohne Taschenrechner und ohne Computer, weil das ist eben aus der Schule her eine absolute Katastrophe. Klammern gehen nicht, Bruchrechnen geht nicht, Mal vor Plus geht nicht und so weiter. Deshalb die Mathematik ohne Taschenrechner und ohne Computer, Ergebnisse schätzen, Ergebnisse zu Fuß überprüfen. Nicht viel rechnen, aber Intuition haben an der Stelle. In der Informatik mache ich dann doch selbst programmieren. Also die bisherige Vorlesung ist dann eine Programmierveranstaltung. Jede bringt ein eigenes Notebook mit oder paarweise Notebook und dann wird tatsächlich programmiert. Und ich gucke regelmäßig dann vorbei, ob es geht oder ob es nicht geht und gebe dann vielleicht Hinweise oder besser noch stelle Fragen. Das könnte man noch weiter treiben, soweit bin ich noch nicht. Ich scheue mich immer noch, das zu tun. Wie ich es bisher mache, ist so eine synchrone Präsenzphase. Ich gebe eine Aufgabe, laufe rum, gebe zwischendurch insgesamt auch nochmal Hinweise und fasse dann irgendwann auch die Lösung zusammen. Typischerweise gibt es mehrere Lösungswege. Und dann kommt die nächste Aufgabe und dann geht das von vorne los und so weiter, dass diese Präsenzphase synchron ist. Man könnte einen Schritt weitergehen und sagen, okay, das ging eigentlich noch besser. Wenn es da einen Club gibt, der Probleme mit den Wurzeln hat, obwohl wir eigentlich bei Ableitungen sind, dann könnte der Club mit den Problemen bei den Wurzeln, dass sie erstmal die Wurzeln angucken und die anderen machen schon mal die Ableitungen und so weiter. Flip Mastery Classroom heißt das bei den beiden hier, Bergmann und Sams, dass man in der Präsenzphase das asynchron macht. Es gibt verschiedene Clubs, die sich mit verschiedenen Sachen beschäftigen, sei es so. Gar keine gemeinsamen Aufgaben mehr. Jeder ist da, wo er gerade ist. Das zur Präsenzphase. Was machen wir online? Typischerweise Erklärvideos. Man könnte auch ein Lehrbuch geben. Ist nicht mehr so ganz so modern. Lehrvideos. Das Ganze lockerer. In der Mathematik und in der Informatik finde ich schön, dass ich Prozesse viel klarer machen kann. Wie komme ich von da nach da, wenn irgendwas ausgerechnet wird? Oder wie komme ich von da nach da, wenn was begründet werden muss? Oder in der Informatik, wie läuft ein Sortierverfahren oder wie wird dieses Programm abgearbeitet und so weiter? Das ist im Lehrbuch ein absolutes Drama, weil das eine statische Seite ist. Im Video kann ich es einfach vorführen, aufmalen und direkt vorführen. Beim Lehrbuch ist, und auch genauso bei Webseiten, ist die Versuchung groß, einfach drüber zu scannen, über die Webseite, also mit dem Auge drüber zu scannen, zack, alles gelesen, Anführungszeichen. Video kann ich auf 200% Wiedergabegeschwindigkeit stellen, aber das ist auch alles. Ich kann nicht drüber scannen über das Video, ich muss es wirklich ganz angucken. Und noch so ein psychologischer Vorteil, die Dual Coding Hypothesis, mit dem Video komme ich nicht nur übers Auge ins Hirn rein, mit dem Video komme ich übers Auge und übers Ohr ins Hirn rein. Und es ist hoffentlich sozusagen eine breitere Straße ins Hirn. Man könnte versuchen, die Videos hier in verschiedene Arten zu strukturieren, klassische Vorlesungsaufzeichnen, Erklärvideos wie bei Kahn und was ich mache, durchgearbeitete Beispiele wie bei den MOOCs, Quizze integriert. Dialoge können ganz spannend sein, aber es ist natürlich aufwendig zu produzieren. Man holt sich eine Studentin, einen Studenten und diskutiert mit ihm oder eine ganze Gruppe. Das ist natürlich aufwendiger zu produzieren. Also im Endeffekt wird es dann auf Erklärvideos hinauslaufen, plus ein bisschen von den anderen, wegen des Aufwands.
Nochmal aus der Historie, Vorlesungsaufzeichnungen, das ist ja wirklich so wie die Situation wie hier gerade auch, interessanterweise, räumlich, jemand steht am Pult und hat vielleicht auch noch eine Tafel daneben, hat sich in all den Jahren nicht wirklich verändert. Diesen Stil hier, diesen Stil der Erklärvideos, den gibt es absurderweise trotzdem auch schon sehr lange. 1981, Don Knuth hat nicht nur die Informatik erfunden sozusagen, sondern hat offensichtlich auch diesen Stil an Videos erfunden. Hier erklärt der Tech, wie die verschiedenen Boxen für die verschiedenen Buchstaben zu einer großen Box für ein ganzes Wort zusammengefasst werden. Mit Bleistift auf Papier, abgefilmt, man sieht nur seine Hand. Das ist absurd ähnlich zu den Udacity-Videos, ist aber Jahrzehnte alt. Aus der Human-Computer-Interaction-Szene ist er hier bekannt, Bill Verplank, hält seit 2000 an allen Ecken und Enden dieselbe Vorlesung, live skizziert auf Papier und dann von oben in der Dokumentenkamera abgefilmt. Man findet man auch die eine oder andere Version davon auf YouTube. Und derjenige, der das Ganze zu, ich sagen, in die Breite getragen hat, Salman Khan, der eigentlich nur seinen Verwandten ein bisschen Mathematik erklären wollte, aber jetzt eben mit massiver Förderung von Gates und von Google seine Khan Academy hat. Eben definitiv nicht das, was man früher und auch immer noch als Vorlesungsaufzeichnungen hat, sondern einfach nur eine Tafel, quasi eine elektronische Tafel als Screencast und dann wird erklärt auf dieser Tafel. Das ist, was ich als Erklärvideos bezeichnen würde. So, Beispiel hier, wie das aussehen kann. Der Innenkreis eines Dreiecks. Also ein bisschen lauter stellen, so sieht das dann nachher aus. Das ist jetzt nicht live aufgenommen, das ist mal als Demo zu Hause aufgenommen. Mathematisch stellt man sich natürlich nur die Frage. Überhaupt nicht, Hochglanz, einfach nur handgezeichnet auf dem Wacom-Display. Man ahnt, wie das jetzt weitergeht. So kann das aussehen. Das muss nicht immer so einfach sein, hier so billige mathematische Geschichten. Was hatte ich da als anders? Ich glaube, die kovariante Ableitung. Das ist mein Hobby. Wenn ich zufällig jetzt mal zu viel Zeit habe, dann nehme ich ein bisschen was auf zur allgemeinen Relativitätstheorie. Das muss zur transportierten Version gehören. Das geht natürlich genauso an der Stelle. Und da sehen Sie überhaupt nochmal im Verlauf. Das ist, was das Lehrbuch überhaupt nicht kann. Wie soll ich das im Lehrbuch rüberbringen? Sie nehmen den dritten Term und den vierten Term, das geht gar nicht, sowas im Verlauf zu zeigen. Und hier jetzt quasi als Tafelbild ist das wunderbar verständlich, wenn man jetzt ein paar Semester Mathematik hinter sich hatte. Aber ich hoffe, Sie verstehen das Prinzip. In anderen Fachbereichen lässt sich es natürlich genauso machen. Ob Sie nun die Konstruktion eines Gebäudes diskutieren oder so, das ist auf stehendem Papier, Janne. Absolute Katastrophe und so kann man wirklich live diskutieren, was da wie entsteht. Es ist nicht ohne Grund, dass die Mathematiker und die Physiker ihre Kreidetafeln lieben. Als stehendes Bild ist es ein absolutes Drama, sowas. Das ist, was man als Khan-Style-Videos inzwischen bezeichnet. Khan hat selbst ein Video über Khan-Style-Videos auf YouTube, wie man die macht. Es gibt so diverse Forschungsresultate. Richard Meyer ist derjenige, der das wohl am meisten beforscht hat. Aus denen eben hervorgeht, dass diese Art an Videos wohl die Art ist, die man machen muss. Extrem reduzieren in Inhalt und in Darstellung. Es wird gesprochen und gezeichnet gleichzeitig. Und das Ganze höchst informell. Nicht irgendwie so eine Sonntagsrede, sondern man redet mit einem vorgestellten Studenten, einer vorgestellten Studentin. Das hier ist noch ein Screenshot aus meinem eigenen MOOC bei Udacity. Die MOOCs bei Udacity sehen auch so aus. Ganz viele MOOCs von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne sehen auch so aus. Die haben eine ganz ähnliche Produktionstechnik. Ein paar von diesen Prinzipien, die Meyer aufgestellt hat, auf Basis seiner Forschungsarbeiten, nicht irgendwelche Illustrationen um der Illustrationen halber, möglichst schlicht alles, es kommen auch keine Klänge, der Klänge halber wegen, und ich mache keine 3D-Diagramme, sondern ich mache ein ganz schlichtes, einfach verständliches Bild, was auch noch viel preisgünstiger zu produzieren ist. Wenn ich Diagramme beschrifte, beschrifte ich in den Diagrammen, an den Diagrammen, ich setze keine Legenden daneben, ich setze keine Bildunterschriften drunter, sondern ich sage das, was in der Bildunterschrift stehen sollte. Punkto Barrierefreiheit ist das eine diskussionswürdige Geschichte, aber erstmal im Normalfall
soll man es wohl so machen. Das, was Kahn eben massiv macht und was diese ganzen YouTube-Erklärvideos eben massiv machen, ich spreche den Zuschauer, die Zuschauerin an, persönlich an, als ob man nebeneinander in der Kneipe säße und vor einem liegt ein Bierdeckel und auf dem wird skizziert. Ein Problem der Anfangszeit von E-Learning war, man hat Profisprecher organisiert, die keinen blassen Schimmer hatten von dem, was sie da erzählt haben. Und das hört man natürlich. Das fällt sofort auf und man ist abgeturnt davon. Und es ist auch okay, finde ich, wenn kleine Macken drin sind. Ich habe mir die Mühe gemacht für meinen Mathematik-Brückenkurs, die Macken alle rauszueditieren. Und dann kommt eben als Kommentar, das klingt unnatürlich. Also, das ist schon hart. Man steckt die Arbeit rein, Macken stehen lassen. Das macht es authentischer. Bildprinzip nennt Richard Meyer dieses hier. Soll man den Dozenten, die Dozentin sehen im Bilde oder nicht? Ja, so schöne Vergleiche. Wie viele Standardabweichungen an Effekt hat das? Also die ganzen anderen Sachen bisher haben eine Standardabweichung an Effekt. Das Bild hat 0,2 Standardabweichungen an Effekt. Mit anderen Worten, es hilft, aber es ist nicht nennenswert. Und der Aufwand ist so groß, dass ich sagen würde, vergessen wir. Das hatte ich eben schon gezeigt, die künstliche Hand, hier habe ich noch ein bisschen weiter gebastelt, ein Bild und eine künstliche Hand, das Webcam-Bild, mache ich alles nicht mehr. Es scheint sich wirklich nicht zu lohnen, das Bild zu bringen. Stattdessen eben alles handgemacht, man sieht, wie die Sachen entstehen, man sieht das Denken live vorgeführt, sogar ohne Lineal, man sieht diese Linien an, das ist bei Udacity ohne Lineal, ohne Zirkel. Udacity schneidet extrem. Bei Udacity habe ich, glaube ich, 10-mal mehr aufgenommen, als dann zum Schluss wirklich als Video rausgekommen ist. Meine Live-Videos sind weitgehend ungeschnitten. Kahns Videos sind offensichtlich ungeschnitten. Kann man lange drüber diskutieren. Also es geht auch ohne Schneiden, wenn man sogar will. Von wegen der billigen Produktion. Das ist, was ich bis zu diesem Semester verwendet habe. Ein Windows-Tablet, so ein ganz antikes Windows-Tablet, gebraucht, gekauft. Also ein Windows-Notebook, da noch mit Windows 7 drauf und Stift, eben ein Bildschirm mit eingebautem Wacom Digitizer drin. Nächstes Semester werde ich dann doch auf ein 15-Zöller Windows 8.1 gehen. Das ist das Schöne jetzt, dass tatsächlich die ersten richtig interessanten Geräte kommen für Windows 8.1. Komplette Windows-Notebooks mit Stift von Wacom oder Entric und neuerdings sogar noch anderen Anbietern, die man dafür verwenden kann und die nicht die Welt kosten. Es gibt ja sogar als eins von Wacom, aber das ist wirklich sehr teuer, 1.600 € oder sowas. Das schmerzt dann doch. Es gibt auch eins für 1.000 €, 15 Zöller mit Stift für 1.000 €. Dann kein Wacom-Stift, aber ein vernünftiger Stift. Nicht der übliche Stift, wie er beim iPad verwendet wird, dieser Gummiknüppel da quasi fürs iPad. Den will man natürlich nicht nehmen, sondern den, wie die Grafikdesigner ihn hier auch im Hause haben werden. Wie nimmt man auf? Ich habe jetzt eben glücklicherweise einfach irgendwann meine letzte Vorlesung gehalten, sozusagen, die letzte reguläre Vorlesung. Und die sind einfach aufgezeichnet, die letzte Vorlesung. Und das war es dann. Und was ich jetzt dann weiter noch dazu aufnehme, sind die Aufgaben aus dem Inverted Classroom und deren Lösungen. Das Schöne ist, wenn man das live macht, das ist irgendwie 99% meiner Videos sind live, weil für mehr habe ich auch schon gar keine Zeit. Wenn man das live macht, ist es wesentlich authentischer und nicht nur das. Man hat eben diese Bühnenpräsenz. Wenn man zu Hause oder im Studio sitzt oder im Büro sitzt und flüstert das in seinen Rechner, ist das total langweilig. Live habe ich viel mehr Ansporn, viel mehr Enthusiasmus, bin mehr konzentriert, weil zu Hause denke ich mir oder im Studio denke ich mir, ah, das kann man auch mal machen, das ist ganz lasch. Man ist wesentlich konzentrierter und man muss auch einfach weitermachen. Wenn man sich irgendwo verhaspelt hat, live macht man einfach weiter. Im Studio macht man doch wieder Stopp und versucht es nochmal. Und dann hat man ganz viele Sachen klitzeklein zu schneiden, das ist alles ganz eklig. Für mich, weil ich immer so ein bisschen unkonzentriert bin, ist es sehr hilfreich, dass die Studentinnen und Studenten mitdenken, irgendwo was vergessen in der Formel, verrechnet. Man kriegt sofort eine Rückmeldung. Wenn Sie ein Video produzieren, im Büro oder im Studio produzieren und erfahren erst 5 Tage später, dass da ein Rechenfehler drin ist oder ein sachlicher Fehler, ist total nervig. Wenn ich das direkt 30 Sekunden später von den Studentinnen und Studenten erfahre, kann ich noch was unternehmen. Dann setze ich nämlich inzwischen nachher einfach in YouTube eine kleine Sprechblase dran und sage, hier ist ein Fehler.
Welcher? In 30 Sekunden kommt die Lösung. Wenn das Video fertig ist, dann ist vorbei an der Stelle. Das wird dann nur noch peinlich. Und natürlich haben wir eine Rückmeldung über das Verständnis. Wenn ich durch die Reihen gehe und sehe, oh, das geht ja gar nicht, dann kann ich noch nachlegen. Also mein Weg ist es, in regulären Veranstaltungen einfach Aufzeichnungen zu machen. Die letzte Vorlesung zu halten sozusagen und die dann für die kommenden Durchgänge zu nehmen. Ich versuche wirklich Hochglanz zu vermeiden. Ich nehme nicht mal gerade Linien, ich benutze nicht mal die saubere Kreisfunktion, die ich ja eigentlich hätte, sondern ich mache es wirklich alles per Hand. Gerade was Grafik angeht, kann man sich für diese Handskizzen ganz viel abgucken von den Comics, Speedlines, irgendwelche Ausrufezeichen. Wie zeige ich, dass etwas im Vordergrund ist? Wie zeige ich, dass etwas im Hintergrund ist? All das kann man sich wunderschön von den Meistern abgucken. Und dann gibt es noch so ein paar, wie soll ich sagen, Fingerfertigkeiten. Man kann mit der Maus zeigen, ja, man kann aber auch einkringeln und das dann mit Undo wieder weglöschen. Oder wenn irgendeine Zwischenfrage kommt, 2 durch Wurzel 2, das kommt immer im ersten Semester, warum ist 2 durch Wurzel 2 gleich Wurzel 2, kann man an den Rand schreiben und das dann einfach sofort wieder ausradieren, wenn man fertig ist, oder mit Undo löschen. Ich glaube, da entwickelt man mit den Jahren dann einfach eine gewisse Fingerfertigkeit, wie man sowas live alles gestalten kann. Das ist jetzt ein bisschen mathematiklastig, aber vielleicht lässt sich das auf andere Fächer auch übertragen. Ich versuche eben möglichst die Strukturen erstmal zu zeigen. Wie denke ich? Ich denke ja nicht an die einzelnen Bestandteile irgendeiner Formel, sondern ich weiß, okay, es fängt mit diesem Teil an und dann kommt noch was dazu. Und dann male ich das wirklich hin. Es fängt mit irgendeinem Teil an und dann kommt noch was dazu. Und dann fange ich an, diese Schablonen sozusagen auszufüllen. Das rate ich auch meinen Studentinnen und Studenten. Denken Sie sich erstmal, überlegen Sie erstmal, was ist die grobe Schablone, auch beim Programmieren. Was muss im Prinzip stattfinden? Und dann kommen die ganzen Details da rein. Und das male ich wirklich auch so auf und versuche dabei vorbildhaft zu sein. Das kann man dann ja einfach besser als in der Tafel weglöschen und dann anfangen, die Details reinzuschreiben. Was die Mathematik angeht, da kann man sich so ein paar Tricks dann überlegen, die im Buch einfach nicht gehen. Wenn irgendein unschöner Term auftaucht, schreibe ich den einfach in irgendeiner Farbe und danach wird dieser Term dann einfach nur noch ein Quadrat in dieser Farbe. Es ist also keine weitere Hilfsvariable, sondern einfach nur ein Blub in dieser Farbe. Viele Möglichkeiten, Hilfsvariablen auf diese Weise zu vermeiden. Variablen sind immer kritisch, man hängt seine Zuhörerinnen und Zuhörer ab. An dieser Stelle darf ich ja auch bei den Medienfachleuten was zu McLuhan sagen, Hot Media and Cold Media. Das Lehrbuch ist sicherlich ein Cold-Medium. Ich muss sehr viel Arbeit reinstecken, geistige Arbeit reinstecken, um Sachen raus zu extrahieren, um zu verstehen, was da eigentlich gemeint ist. Cognitive Load. Und Fernsehen, Schulfernsehen, Videos sind eben viel heißere Medien, viel leichter nachzuvollziehen. Was aber problematisch ist, dafür gibt es auch schon ganz alte Studien. Schulfernsehen, insbesondere, das ist hier beforscht worden, Schulfernsehen wirkt so schön einfach, aber ich habe im Zweifel zwar weniger verstanden, als wenn ich ein Buch gelesen habe oder einen Text gelesen habe, der schwieriger wirkt. Und dann bleiben wir mal, McLuhan. Was sagt uns eigentlich diese Form, an dieses Format als solches, unabhängig von seinem Inhalt? So ein Lehrbuch, habe ich 500 Seiten, quasi in Stein gemeißelt, unveränderlich. Es geht von A bis Z, sehr komplex, aber irgendwie ist mir klar, dass es irgendwie gegliedert und ich komme durch. Ich könnte durchkommen, es ist sehr schwierig, aber ich könnte durchkommen, wenn ich sehr viel Zeit investiere. Aber es ist eben sehr abweisend, sehr formell abweisend. Dann gibt es so einen Stil an Nachhilfevideos auf einigen Internetseiten, nicht wirklich so Kahn-Videos, sondern ich nenne die eher Nachhilfevideos, wo rezeptartig was vorgeführt wird. Hier haben wir quadratische Gleichung, dann nehmen wir das, kommt dahin in der Formel, dann nehmen wir das, kommt dahin in der Formel und fertig. Das ist so, wie der Oberlehrer einem das dann erklärt und man folgt dem, was der Oberlehrer da sagt und dann ist gut. Ich versuche eher einen anderen Stil. Ich versuche es tatsächlich eher diffus zu halten am Anfang. Was ist jetzt eigentlich die Frage? Wir müssen erstmal herausarbeiten, was die Frage ist. Und dann müssen wir uns überlegen, was denn die Lösung sein könnte. Es gibt natürlich Verrechner zwischendurch, beim Programmieren gibt es Irrwege. Diese Datenstruktur da, ach, die brauchen wir doch nicht und das müssen wir jetzt dann doch hier aus dieser Funktion in die andere Funktion und so weiter. Es gibt dann keinen geraden Weg.
Es ist ganz viel abzuwägen. Also hoffentlich etwas, was Hochschulbildung ist. Und das Ganze wirkt, denke ich, deutlich freundlicher als sowohl das Nachhilfevideo wie auch so ein Lehrbuch. Also als unterschwellige Botschaft. Es ist nicht ganz leicht, man muss nachdenken, aber es wird gehen. Die Quizze. Diese Videos anzugucken, das ist ja auch ein Problem, weshalb die Videos nicht so gut ankommen im Geiste wie die Bücher. Diese Videos anzugucken, ist zu einfach. Ich kann mich mit einer Tüte Popcorn vor den Fernseher setzen, sozusagen. Man möchte Störer drinnen haben, man möchte sein Publikum dazu bringen, doch noch mal ein bisschen nachzudenken, mitzuarbeiten, aktiv zu werden. Wie beim Spiel. Das ist ja auch nicht die Situation vom Computerspiel. Das ist die Situation vom Computerspiel. Und das ist genauso die Situation, die ich morgens sehe, wenn alle Schülerinnen und Schüler ihre Facebook-Kontakte updaten und sich mit WhatsApp was zuschicken. Da sitzen sie nicht so da, die sitzen so da. Das hätte man gerne auch für Unterricht. Ganz simple Aktivierungsmaßnahme, aber nicht sehr effektiv zugegebenermaßen, ist, dass ich mein Skript als Lückentext rausgebe. Alle wichtigen Formeln, alle Zeichnungen sind selbst zu machen. Aber es hilft leider nicht wirklich viel. Also es scheint bei der Konzentration zu helfen, weil man ja noch ein bisschen was eintragen muss. Und es ist auch hilfreich, man hat es selbst gemacht. Das ist nichts, was man sofort wegschmeißt. Man hat es selbst gemacht, wie die Nudeln mit Soße und so weiter, die man selber macht, oder der Kuchen. Das IKEA-Regal. Aber es hilft anscheinend vom Lerneffekt leider noch nicht viel. Bei den Videos gibt es ganz viele Probleme mit nicht lernen. Glauben zu lernen, aber eigentlich nicht lernen. Wenn jemand einen glatten Vortrag hält, glaubt das Publikum, mehr gelernt zu haben, als wenn der Vortrag schroffer gehalten wird. Aber faktisch hat es nicht mehr gelernt. Wenn jemand geradlinig erklärt, wie Kräfte in der Physik funktionieren, in der klassischen Physik funktionieren, glauben einige Leute im Publikum, sie hätten was verstanden, aber sie haben danach dieselben falschen Vorstellungen zu klassischen Kräften wie vorher. Und diese Serie an Forschungsarbeiten, man muss Arbeit reinstecken, es muss sich schwierig anfühlen, ich muss Aufwand betreiben, sonst lerne ich nicht ordentlich. Das ist alles problematisch bei den Videos, es ist zu glatt. Summa summarum brauchen wir irgendwelche Störer, da kommen jetzt die Quizze rein, die Selbsttests rein. Das ist das, was als automatisiertes Lernen schon seit Ewigkeiten betrieben wird, gefühlt seit Ewigkeiten. Also es gibt den antiken Skinner, 1866 mit seiner Maschine, und es gibt den bekannten Skinner, 1958 mit seiner Maschine. 1966, muss man sich das vorstellen, 1966 Computer mit Lichtgriffel. So lange wird das alles schon betrieben, die automatischen Quizze. Den Kellerplan, den hatte ich eben schon erwähnt bei den MOOCs, dass man Studentinnen und Studenten höherer Semester hat, die Rolle dieses Automaten spielen, was die Quizze angeht. Und jetzt haben wir eben die MOOCs einerseits, wo dann hier wie bei mir in einer Einheit dann eben mehr als ein Dutzend Quizze drin ist. Wir haben die Khan Academy mit Quizzen, die man abfragen kann. In Deutschland gibt es so diverse Mathematikvorkurse, Mumie, Mathbridge, WMINT und sowas. Die haben auch alle Tonnen an solchen Quizzes eingebaut. Rein technischerseits könnte man jetzt anfangen mit Single-Choice, Multiple-Choice, das allerüblichste. Hier haben Sie vier Möglichkeiten, wählen Sie. Das ist jetzt aus meinem Udacity-MOOC. Freitext, ganz simpler Freitext, tragen Sie hier die richtigen Zahlen ein. Freitext lässt sich auch ein bisschen raffinierter verwenden. Bringen Sie diese sechs verschiedenen Gleichungen in so eine Reihenfolge, dass eine Begründung draus wird. Ich möchte begründen, dass Alpha gleich Beta ist, also muss das die Nummer 6 kriegen. Mit welcher starte ich? Was ist die vorletzte? Ich trage überall die Nummer ein. Ist auch Freitext, aber schon eine Nummer raffinierter als das, was man normalerweise hat. Mit Robin Woll insbesondere und anderen Studenten aus Saarbrücken entsteht das hier, Capira. Das ist so eine Plattform, in der über YouTube-Videos, das sind jetzt hier YouTube-Videos von meinem Mathematikvorkurs, über YouTube-Videos Fragen gelegt werden, die dann möglichst nicht nur grafisch in das
in den Ablauf integriert sind, in das Video integriert sind, sondern die auch inhaltlich in das Video integriert sind. Also wenn hier gerade die Ableitung vom Logarithmus ausgerechnet wird, gibt es, zack, zwischendrin mal nebenbei eine Frage zum Logarithmus, ob man es verstanden hat, was denn die Ableitung vom Logarithmus ist. Oder hier an dieser Stelle, bevor irgendwas hergeleitet wird, warum ist 3 hoch 0 mal 3 hoch 4 gleich 3 hoch 4, gibt es zwischendrin die Frage, warum ist das denn so, was kommt denn dabei raus? Gib doch mal das Ergebnis an, vorher, bevor ich selber ausrechne. Da basteln wir mit solchen Geschichten rum, technischerseits. Und das Ganze noch möglichst schlank zu produzieren, hoffentlich. Weil das ist ein absolutes Drama bei Quizzes. Wenn man die im Alleingang macht, kostet das extrem viel Zeit. Man braucht eine vernünftige Unterstützung an Software, damit das geht. Quizzes könnten auf verschiedenen Niveaus stattfinden. Das sind 4 Niveaus, die ich mir mal dazu ausgedacht habe. Totmannschalter. Ist die Person überhaupt noch vor dem Rechner oder ist sie schon ganz woanders? Banale Geschichten. Auch die sollen schon helfen, laut dieser Forschungsarbeit sollen auch die schon helfen, dass die Leute nicht ständig darüber nachdenken, wen sie jetzt mal auf Facebook angucken müssten. Nächste Stufe, Fingerübungen nenne ich das. Wirklich mal knallhart was ausrechnen, durchexerzieren, ob was funktioniert hat. Wir bilden mal die Summe zweier Brüche, wir sagen mal, welches Seitenverhältnis der Kosinus ist oder wir sagen mal an dieser Stelle, welche der Komponenten eines Differentialgleichungslösers für welchen Schritt verantwortlich ist. Wirklich so ganz brutale Wissensabfrage. Auch das hilft, statt neu lesen, ein Kapitel im Lehrbuch neu zu lesen, ist es nachgewiesenermaßen an vielen Stellen hilfreich, Aufgaben zu lösen. Ich muss drüber nachdenken. Da muss ich mehr Arbeit reinstecken, wenn ich drüber nachdenke. Und deshalb hilft es mehr, als wenn ich ein Buch lese. Aber es soll weitergehen, niveaumäßig. Quizze als Probleme. Noch relativ geradlinig durchgearbeitete Beispiele. Wie löse ich ein Optimierungsproblem mit folgenden Randbedingungen, bla bla bla. Zweimal vorgeführt und das dritte Mal muss es selbst gemacht werden. Fading heißt, man lässt einige von den Teilschritten aus und andere gibt man vor. Sowas kann man als Quizze bauen. Bisschen raffinierter, nahe, ferne Übertragung. Ich erkläre die Grundprinzipien von Newtonscher Schwerkraft und dann kommt so eine Frage. Ich habe eine massive Kugel und jetzt möchte ich vergleichen die Schwerkraft auf einen Testpartikel an der Peripherie der Kugel und auf halber Strecke zum Mittelpunkt. Wie verhalten sich die Schwerkräfte an diesen beiden Stellen? Da muss man plötzlich was verstanden haben über Schwerkraft. Das ist nicht ganz einfach nachzurechnen. Hoffentlich denkt man einmal drüber nach, 2 Minuten. Ist schon eine Stufe schärfer. Also das ist nahe ferne Übertragung, würde ich sagen. Schon eher ferne Übertragung, je nachdem, wie man es misst. Und die höchste Kategorie, wie können wir jetzt eigentlich tieferes Lernen hinkriegen? Also nach meiner Bezeichnungsweise hier. Wie können wir jetzt tieferes Lernen hinkriegen? Zum Beispiel, und was versuchen wir dann auch auf dieser Plattform Kapira, nach dem nächsten Schritt fragen. Wir stecken gerade mitten in einer Herleitung. Okay, was ist der nächste Schritt? 4 Möglichkeiten. Welche dieser Möglichkeiten wäre jetzt der sinnvolle nächste Schritt? Man könnte Selbsterklärungen haben. Schreibt doch mal gerade in 3 Sätzen auf, was eine Ableitung ist. Die Frage ist, wie prüft man das? Das könnte man anonym verteilen an andere Leute, die denselben Kurs belegen und die sollen das dann bewerten. Peer Review. Und entdeckendes Lernen, das hatte ich schon bei der Präsenzphase erwähnt. In der Präsenzphase ist das okay. Da kann ich alle paar Minuten vorbeikommen und die Leute wieder einfangen. Online ist das echt schwierig. Ich habe es probiert bei Udacity an einigen Stellen. Das sind die Quizze, wo es die grandiosen Abbrecherzahlen gibt. Wenn jemand alleine davor sitzt und soll jetzt quasi was erfinden, dann ist das sehr frustrierend. Wie gibt man Feedback? Gibt man Feedback? Es gibt hier die Open Learning Initiative von der Carnegie Mellon University. Die haben Kurse produziert mit extrem aufwendigen Rückmeldungen. Warum diese Antwort jetzt vielleicht nicht die richtige war, muss man drüber nachdenken. Macht man den Aufwand auch noch bei den Quizzes, dann wird es nun wirklich haarsträubend. Oder setzt man drauf, dass es auf dem Forum beantwortet wird oder macht man ein Video hintendrein, wo die Antwort erklärt wird. Wie tief diagnostiziert man? Sagt man einfach nur, falscher Zahlenwert, vergiss es, oder versucht man herauszufinden, worin jetzt der Fehler liegt, welcher Verstehensfehler vorliegt. Kann ich dann vielleicht sogar sagen, oh, du hast Probleme mit Wurzeln, hier gibt es ein Video zu Wurzeln.
Wenn man sowas alles einbauen will, dann ist man wirklich Tag und Nacht beschäftigt mit der Produktion. Weitere Zutaten, bei Udacity habe ich Programmierung, das Differentialgleichungen numerisch lösen. Da gibt es Programmieraufgaben, so ein Rumpfprogramm vorgegeben, an der Stelle dann in Python. Und man muss, nennen Sie hier, your code hier, man muss dann einige Zeilen dazwischen schreiben, manchmal auch mehr Zeilen. Dann wird es schon wieder schwierig, wenn es mehr Zeilen sind als sagen wir mal 10. Man muss dann Zeilen dazwischen schreiben und das Ganze wird dann per Rechner geprüft, ob dieses Programm auch so halbwegs korrekt ist. Bei edX gibt es relativ aufwendige Simulationen. Die haben auch einen Schaltungssimulator zum Beispiel, wo man dann seine Transistoren und Widerstände und Kondensatoren zusammenklicken kann und kann die Schaltung sozusagen in Aktion erleben. Hier ist es für elektrische Felder so ein Simulator. Was ist mit komplexeren Antworten? Wenn ich auch wieder Richtung höhere Bildung, wenn ich nicht einfach nur Ja, Nein oder die Antwort ist 42 oder was auch immer haben will, sondern wenn ich komplexere Fragestellungen habe und darauf auch fundiert dann Diskussionen sehen will. Das wird hier versucht in dem edX MOOC zu Justice. Gibt es einen Discussion Prompt, Do Numbers Matter? Dann soll da diskutiert werden, aber die Diskussionen sind an der Stelle doch nicht allzu tiefgründig. Es ist schwierig. Das lässt sich vor allen Dingen auch nicht mehr automatisch bewerten. Ich denke, im Flipped Classroom hat man die Chance, das aus dem Online-Bereich rauszunehmen und wirklich in der Präsenzphase zu machen. Das ergibt viel mehr Sinn. Hier in einem MOOC ist das sehr zwanghaft. Was an einigen Stellen erforscht wird, ist, ob man Videos im Team bearbeitet anguckt, also für die Online-Phase schon Minimalpräsenz erzeugt. Mehrere Studentinnen und Studenten sollen zusammenarbeiten. Also Social Viewing könnte man das machen, Google Hangouts kann das ja zum Beispiel. Ich weiß auch, dass es zu meinen Mathematikvideos tatsächlich Gruppen gibt, die sich treffen und dann abends zusammen irgendwelche Mathematikvideos gucken, auf selbstorganisierte Art. Die EPFL beforscht das mit MOOCs, dass man sagt, okay, hier gibt es das MOOC als Flipped Classroom-Grundlage und ihr setzt euch einfach mal in kleinen Gruppen zusammen und bearbeitet das MOOC in kleinen Gruppen. Dann gucken die sich an, werden die Videos dann in der Gruppe synchron geguckt, wie es mit den Aufgabenlösungen und so weiter. Also das wird gerade noch beforscht. Das hier ist schon etwas älter, 2009, so eine ähnliche Geschichte, sehr aufwendig gemacht von der, wie soll ich sagen, von der Vielzahl der Beteiligten. Es ist nicht ein Erklärvideo aufgenommen, sondern es ist die Diskussion eines Dozenten mit einem Studenten aufgenommen, irgendein Programm zu bedienen. Und dieses Video wird dann von zwei Studentinnen und Studenten angeguckt, die darüber diskutieren sollen. Also ganz viele Leute sind dann sozusagen beteiligt an der Stelle. Wichtig ist, dass man eben darüber redet, dass man es selbst in Worte kleiden muss. Die Ergebnisse. Was auf jeden Fall klappt, und weshalb ich das auch weitermachen werde, ist, dass die Interaktion in der Präsenzphase wesentlich lebendiger ist. Ich kriege viel mehr mit, was geht und vor allen Dingen, was nicht geht, weil das ist immer das Wichtigste eigentlich mitzukriegen, was nicht geht. Was ist aus den letzten Wochen schon wieder weg? Was sind gedankliche Hürden, die man irgendwie klarer machen muss? Und das dann auch wirklich personalisiert. Indem man von Person zu Person geht, kann man ja wirklich jeweils die richtige Frage stellen. Was wäre der sinnvolle nächste Schritt? Was wollen wir eigentlich wissen? Was bedeutet dieses Wort in der Aufgabenstellung? Solche Geschichten. Die Handys und die Notebooks verschwinden in der Veranstaltung, außer in der Informatik, da will ich ja nun das Notebook haben zum Programmieren, aber in der Mathematikveranstaltung verschwinden die Handys und die Notebooks. Das ist sehr angenehm. Am Anfang der Woche in Lausanne habe ich das Umgekehrte festgestellt, wenn die Professorinnen und Professoren einem Vortrag zuhören, man blickt dann so in einen Wald von lauter Apple-Logos, wenn man hochguckt. Also das können nicht nur die Studentinnen und Studenten, das können die Dozenten genauso gut das Notebook dann rausholen. Und die fachlichen Diskussionen, das ist sehr schön, es wird über die Aufgabe diskutiert, fachlich diskutiert. Wann reden Studentinnen und Studenten sonst über Differentialgleichungen oder über Integrale oder sowas? Sie reden dann tatsächlich darüber. Der Workload wird höher. Der subjektiv angegebene Workload oder die Workload, wie auch immer, die Last, na gut, die Workload wird höher. Das ist ja ein absolutes Drama, was Herr Schumeister ja schon seit einiger Zeit beforscht, dass die tatsächliche Arbeitszeit, die Zeit, die man wirklich in das Studium reinsteckt, sehr wenig mit den Credits zu tun hat, die da angegeben werden in der Modulbeschreibung. Also im
Prinzip kommt man in Deutschland ja anscheinend mit 24, 25 Stunden pro Woche Arbeit aus an Workload, dass das Studium beim besten Willen kein Vollzeitjob ist. Mit diesen Videos wächst die Workload definitiv, zumindest subjektiv. Sie ist immer noch nicht da, wo sie sein sollte, bei Weitem nicht, aber sie wächst zumindest. Und es gibt die Zweitnutzung, bei mir zumindest. Ich sehe, dass in einem Jahr 32 Jahre an Videos geguckt werden. Also YouTube gibt es ja so eine Schätzung für die Gesamtwiedergabezeit. Das heißt, es ist so, als ob Tag und Nacht 32 Leute vor YouTube sitzen und meine Videos gucken vom Verhältnis her. Das ist natürlich eine Wirkung, die man normalerweise als Dozent nicht haben kann. Und was mich freut, ist natürlich auch, dass andere Lehrende wirklich darauf zugreifen. Es gibt einerseits Profs, die ihren Studentinnen und Studenten sagen, Mathe-Grundlagen oder was auch immer, Differentialgleichungen, guckt da mal nach. Es gibt auch ganz schräge Geschichten, fachfremd arbeitende Lehrer, dass sie sich für den nächsten Tag bei mir angucken, wie sie Bruchrechnen erklären, weil das haben sie nie gelernt im Studium. Solche Geschichten gibt es auch. Jetzt kommen die harten Zahlen und die sind ernüchternd. Also es fühlt sich alles wunderbar an, es macht allen Spaß, aber die harten Zahlen sind ernüchternd. Die Klausurergebnisse in Mathematik der vergangenen 5 Jahre. 2 Durchgänge ohne Inverted Classroom und 3 Durchgänge mit Inverted Classroom. Das muss ich für Nicht-Statistiker diese Darstellung erklären. Das ist die kumulierte Verteilungsfunktion. Das ist nicht die übliche Glocke, die man dann sieht, sondern das ist das Integral der Glocke, weil man so eigentlich mehr erkennen kann. Also was Sie hier sehen, ist, dass 40%, hier, wenn ich die hellblaue Kurve nehme, 40% der Teilnehmer haben bis zu etwas mehr als 40% der Punkte. Also bis zu etwas mehr als 40% der Punkte sind hier bei der hellblauen Kurve 40% der Teilnehmer. Diese ganzen Jahrgänge weichen nicht nennenswert voneinander ab. Es gibt anscheinend keinen Unterschied. Es gibt mal einen Durchgang, der schlechter ist, einen Durchgang, der besser ist. Hier der jüngste Durchgang, sehen Sie, der geht hier ziemlich genau in der Mitte durch. Der davor auch ziemlich genau in der Mitte durch. Der Januar 2011, das war ohne Inverted Classroom, Flipped Classroom, der war mal ein bisschen schlechter. Und der allererste Durchgang, der war mal ein bisschen besser. Es ist an dieser Stelle kein Unterschied zu sehen. Dasselbe bei der Informatik. Der aktuelle Durchgang ein bisschen schlechter, der Durchgang davor ein bisschen besser. Also an den Noten, wie soll ich sagen, an den Punkten, das ist ja netterweise jetzt nicht in Noten aufgeteilt, sondern in Punkte, damit es ein bisschen feinteiliger wird, an den Punkten sehe ich kein Ergebnis. Warum? Erstens, weil ich mich bisher gescheut habe, Quiz einzubauen. Es ist eben kein MOOC. Es ist kein einziges Quiz drin, weil wer soll das noch tun? Das soll nun kommen. Zweitens denke ich, weil die Prüfungsform Klausur ist. Und man lernt eben auf eine Klausur. Das heißt, man lernt oberflächlich. Man erwartet nicht, dass da jetzt irgendwelche fiesen Geschichten kommen, bei denen man ganz viel nachdenken muss. Das ist auch total schwer zu machen in der Klausur. Wie soll ich eine Frage stellen, die so riskant ist, dass man wirklich ganz viel nachdenken muss? Ich glaube, das gäbe Ärger, wenn ich das mache. Ich sollte es mal vielleicht wirklich machen, aber bisher traue ich mich nicht. Und dann gibt es so einen ganz schrägen Effekt, wenn einfach Inverted Classroom macht, meins nämlich, und die anderen nicht, dass die Studentinnen und Studenten dann sagen, okay, im Sommersemester, dann konzentrieren wir uns doch lieber während des Sommersemesters auf die anderen Veranstaltungen, weil die gibt es nicht auf Video, und machen da jetzt erstmal die Klausur am Ende der Vorlesungszeit. Und dann haben wir den Sommer über Zeit, um uns Videos anzugucken, und dann machen wir die Klausur in Mathematik. Das ist ein ganz hinterhältiger Effekt, der natürlich dem Inverted Classroom zuwiderläuft. Die Präsenzphase wird dann an der Stelle nicht genutzt. Also es gibt doch 30% oder so, die die Präsenzphase nicht vernünftig nutzen aus diesem Grund. Die einfachste Maßnahme für mich wäre, diese Klausur zu streichen, aber das wäre auch wirklich fies, dass alle gezwungen sind, die erste Klausur zu nehmen. Es gibt andere Möglichkeiten, Blockunterricht. Herr Schulmeister propagiert ja den Blockunterricht, dass man sagt, okay, wir machen einen Monat lang Mathematik und dann gibt es eine Prüfung und nichts anderes als Mathematik. Anderswo will ich kurz noch ein paar Pointer geben hier. Der Kollege Handke in Marburg macht seinen Linguistikkurs als Flipped Classroom mit sehr viel Erfolg. Er hat tatsächlich auch eine Plattform mit Quizzes drin und das läuft wohl wirklich sehr ordentlich. Also das wäre der Gedanke bei Flipped Classroom, unbedingt auch dann solche Quizzes einzubauen, wie sie in den MOOCs drin sind. Kollege Spannagel in Heidelberg macht für die Lehrerausbildung elementare Zahlentheorie und sowas mit Flipped Classroom.
In RWTH, die Betriebswirtschaftslehre, die inzwischen ja auch ein MOOC ist, auf Iversity ist Flipped Classroom. Die ETH hat jetzt, in Zürich, die ETH hat angefangen, die waren ja mit den MOOCs eher vorsichtig, eigentlich auch vernünftigerweise vorsichtig. Die haben jetzt was angefangen, das sie Talks nennen. Ich versuche jetzt nicht diese Abkürzung auseinander zu buchstabieren. MOOC-artige Kurse in kleinen Rahmen als Flipped Classroom. Also auch da läuft Flipped Classroom. Und das, was man häufiger zitiert findet, hatte ich ja schon erwähnt, edX verkauft quasi seine Kurse an andere Hochschulen, insbesondere an die San Jose State University, wo die dann als Flipped Classroom laufen. Die sagen, sie haben jetzt nur noch 9% Durchfaller statt 40% Durchfaller. Was ich aber mit sehr viel Vorsicht genieße, das ist natürlich ein Experiment im Lichte der Öffentlichkeit. Alle gucken hin, es geht um Millionen Investitionen. Da wird man natürlich auch alle Hebel in Bewegung setzen, dass das wirklich funktioniert. In der Praxis haben wir so ein paar dumme Probleme. Ansteigende Hörsäle, weil zu wenig Platz. Man geht in den normalen ansteigenden Hörsaal. Da ist natürlich mit Gruppenarbeit ein bisschen schwierig. Es geht nur mit links und rechts. Es geht, aber es ist nicht allzu prickelnd. Tipp, den Studentinnen und Studenten sagen, jede dritte Reihe freilassen. Dann kann man nämlich von oben oder von unten gucken, durchlaufen und von oben oder von unten gucken. Wenn jede Reihe dicht ist, kann man nicht mehr durchlaufen. Das ist meine Aufgabe für die Architekten hier. Die normalen Hörsäle und Seminarräume sind nicht sehr gut geeignet, um Partnerarbeit zu machen. Die Akustik ist dafür nicht gedacht. Es wird einfach zu laut, nervig laut. Das sagen auch einige wenige Studentinnen und Studenten, sagen das auch, ist mir zu laut. Sorry. Und natürlich, wenn jede seinen Rechner mit, ihren Rechner mitbringt, haben wir zu wenig Steckdosen. 6 Stunden Laufzeit ist gut, aber wenn man nachmittags eine Informatikveranstaltung hat, sind die 6 Stunden vorbei. So. Was klappt nicht? Kritische Punkte für mich. Diese Videos mit den Quizzes und so weiter sind eine didaktische Engführung. Das ist wirklich, wenn man will, Kindergarten. Wenn man es ganz doll karikieren will, ist das Kindergarten, was in den Videos da stattfindet. Wie kommen wir von dem Kindergarten weg? Die Präsenzphase muss der Punkt sein, wo wir dann wirklich uns lösen von dem Kindergarten, wo wir diskutieren, tiefschürfende Sachen machen, wo Sachen schiefgehen können müssen, wo Sachen unwägbar sein müssen, wo ich am Anfang nicht weiß, wo ich am Ende bin. Das muss alles in die Präsenzphase rein. Dann, das hat man gerade in der Mathematik, denke ich, erlernte Hilflosigkeit, ich kann das nicht, Mathematik konnte ich noch nie, dass man damit umgeht als Dozent und nicht anfängt jetzt mit dem Helfersyndrom und sagt, das geht so, man nimmt den Zähler und multipliziert. Das funktioniert ja überhaupt nicht dann an der Stelle, sondern es muss wirklich, man muss sich wirklich dann zusammenreißen und durchbeißen und es ertragen, dass da jetzt eben 15 Minuten lang nicht ordentlich mit Brüchen gerechnet wird, aber dann am Ende hoffentlich was kommt. Man muss diese Zeit wirklich ertragen. Und Apathie, die Lean-Back-Position hatte ich ja am Anfang schon aufgemalt, wie man vor dem Fernseher hängt, das ist dann ganz frustrierend. Man hat das Programmierpraktikum. Und da hängen dann wirklich auch Studenten, hauptsächlich weniger Studentinnen, wirklich so vor, wie sie vorm Fernseher hängen. Und da soll jetzt nun plötzlich mit Enthusiasmus programmiert werden. Da habe ich auch noch keine Idee, wie man dann diese Apathie überwinden kann. Und nicht gleich wieder ins Helfersyndrom abgleitet. Da machen sie jetzt dieses Programm auf und ist überhaupt nichts gewonnen. Und der Flipped Classroom ist immer noch extrem fokussiert auf den Stoff. Wir kommen irgendwie doch immer noch von der Schiene an der Stelle, es muss das Lehrbuch durchgearbeitet werden. Es steht in der Modulbeschreibung, muss drankommen, dann muss das jetzt auch abgehakt werden, eins nach dem anderen. Und je mehr ich unterrichte, desto mehr wird mir klar, dass der Stoff einfach nicht im Zentrum des Ganzen steht. Das wissen die Physiker schon seit Ewigkeiten. Die Physiker haben seit 85 sowas, was ich nenne, das Force Concept Inventory, Fragen zum Verständnis von physikalischen Kräften. Und dann guckt man sich seine Erstsemester an, die haben alle die Mechanikvorlesung gehört. Und dann fragt man die am Ende dieser Mechanikvorlesung, okay, stellen Sie sich vor, ein Flugzeug fliegt, konstante Geschwindigkeit, jetzt ist der Laderaum offen von dem Flugzeug und da fällt ein Koffer raus. Welche Bahn sehe ich am Boden für den Koffer? Fällt er so nach vorne, fällt er so nach hinten, fällt er gerade nach unten? Und ganz viele von den Leuten, die absurdeste Geschichten, Trägheitsmomente oder was auch immer ausrechnen können, wissen nicht, welche Bahn der Koffer nimmt. Also der Stoff ist durchgepaukt, der Stoff ist prüfbar da, aber man hat nicht das Verständnis. Es gibt auch
für mich viel zu wenig Studien, was Ingenieurinnen und Ingenieure wirklich brauchen. Das wird immer so pauschal behauptet, ja, als Ingenieurin, als Ingenieur braucht man ganz viel Mathematik, Punkt. Nein, wenn ich sehe, was meine Absolventinnen und Absolventen im Job nachher machen, da sind ganz viele mit Prozentrechnen dabei und dann ist Feierabend. Das müsste man sich nochmal viel genauer angucken, was denn wirklich überhaupt benötigt wird. Mir wäre wichtiger, dass die ganzen Grundlagen sauber sitzen, dass jemand Ergebnisse schätzen kann, dass jemand vernünftig weiß, wie ein Dreisatz geht und was auch immer, als dass irgendwelche Laplace-Transformationen ausgerechnet werden können, von denen man gar nicht weiß, wofür sie da sind später im Leben. Das passiert schon im Studium. Wenn ich im vierten Semester in der Informatik plötzlich mal einen Dreisatz brauche, irgendwas muss auf die richtige Größe skaliert werden, sitzen alle da und wissen nicht wie. Ein ganz normaler Dreisatz. Sie haben zwei Semester vorher Fourier-Transformationen ausgerechnet und Differentialgleichungen gelöst. Ein Jahr später wissen Sie nicht mehr, wie ein Dreisatz richtig geht. Erstes Semester Master habe ich gerade erlebt bei den Prüfungen. Ist jetzt die Beschleunigung die zweite Ableitung des Orts nach der Zeit oder ist die Ort die zweite Ableitung der Geschwindigkeit nach der Zeit? Das ist dann plötzlich weg, weil es wurde Ewigkeiten nicht mehr benötigt. Also wir müssen uns, glaube ich, ganz viel Gedanken machen über den Stoff. Ist der Stoff so wichtig? Und mir wird mehr und mehr klar, dass diese Videos, die man aufgenommen hat mit dem Stoff, dass die ein wunderschönes Mittel sind, um zu sagen, wir haben den Stoff doch behandelt und jetzt machen wir was wirklich Vernünftiges im Classroom. Also wir haben dem Kaiser gegeben, was des Kaisers ist, die Modulbeschreibung ist erfüllt, der Stoff war dran in Form dieser Videos und wir benutzen jetzt die Präsenzveranstaltung, um was Vernünftiges zu machen, wirklich mal zu denken und zu verstehen. Dankeschön.